Servusle, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einer gemütlichen Runde Soul Mask mit Voucher und mit unserem Schwalderle. Wir machen heute den Ausflug, wie gesagt, ich will es gleich nochmal markieren, wo wir hinwollen. Paco? Naja, was willst du sagen? Paco ist immer schon so ein bisschen... Ich markiere jetzt einfach mal genau die Stelle, ja? Und dann guck... Hier. Großebenenspeer, Leute. Den habe ich gestern gar nicht gesehen auf der Map. Paco? Paco? Hallo, Landschildkröte. Spatzel, was ist los? Ich habe dir doch gerade ein bisschen Heu reingemacht. Piranhas. Ich bin mal gespannt. Ich bin mal gespannt, ob man von da aus hinkommen wird oder nicht. Ich hätte halt Bock drauf, das Portal dann zu finden, ne? Großebene. Da muss aufpassen wie Sau. Anaconda. Ist aber nicht unbedingt das Riesenproblem. Wichtiger wäre... dass wir gleich mal irgendwo... Überall ist Kupfer hier, Leute. Es ist der Wahnsinn, wie schön. Die Hundeln gehen mal so ein bisschen auf der Zipfel. So klein und unscheinbar und so aggro, wie die sind immer. Wieder ein Panda. Da hilft es nichts, dann bleibe ich hier. Kämpf kurz. Zum Glück gibt es kein Friendly Fire, Diggerle. Sonst wäre es schon 10 Mal gestorben. So. Wo habe ich denn den jetzt gesehen, Leute? Wo habe ich den Kollegen jetzt gesehen? Der ist doch gerade eben hier rumgelaufen. Mr. Panda. Habe ich mich etwa getäuscht? Boah, Alter, du Rattegickel. Ja, Bogi machten alle. Keine Ahnung, warum ich die immer speichere, aber wahrscheinlich, weil ich einen Respekt habe vor denen wie Sau. Junge, Junge, jetzt müssen wir auch heim dann heute auf jeden Fall. Wir haben die kompletten Taschen voll, ne? Guck mal, alleine der Kollege Paco hier, was der alles hat. Gut. Ey, da vorne ist es doch. Wie gut, es ist unten. Oder freue ich mich? Oder freue ich mich? Weißt du was? In diesem Sinne... auf die Zinne. Hallo? Dazu was. Aber ich habe mich vergessen zu verbinden. Wie immer. Der andere hinten hat keinen Bock gehabt, ne? Also Leute, ab sofort, wenn wir Ausflüge machen, und das ist nun mal die Zukunft hier, brauche ich auf jeden Fall die besseren Verbände. Da müssen wir jetzt gleich nochmal daheim gucken. Aloe-Seeds haben wir ja bekommen, ne? Vielleicht gehen wir da gleich mal ran heute und schauen, dass das alles schon mal seine Richtigkeit findet. Ja, du bekommst natürlich daheim deine Kürbisse, ist doch klar. Aber wenn wir unterwegs sind, ist es manchmal schwierig, weißt du? Ich weiß nicht, ob man das jetzt gehört hat, aber mein Magen hat genau dasselbe Geräusch gemacht wie der Paco. Oh, der war gut. Oh, der war gut. Oh, der war gut. So, ich nehme da gerade mal ein bisschen Stroh mit. Was ist denn da runtergestürzt? Ein Papagei oder was Neues? Na, hab hier? Oh, Hallo, Harpie. Die letzte Harpie, die ich gesehen habe, war bei WoW. Oh, alter Schwede. Gut, dass ich einen Bogenschütze dabei habe. Triffst du die überhaupt? Oh, ey, die war noch nicht tot. Ja, jetzt. Ey, Gottfried, die Galle.
What's the wrong with you? Oh. Die ist sehr hübsch. Erhaltene Harpienfeder. Sind wir jetzt hier super Jäger schon? Es wird besser. Elitejäger sind wir. Hier. Ein erfahrener Schütze mit kühlem Kopf ist der nächste Milestone, den wir hier brauchen. 15 Kreaturen. Kann ich so eine Harpie haben? Ich sehe nicht, dass die zähmbar wäre. Nee. Keine Harpie für uns, Leute. Keine Harpie. Ey, wir haben was Neues entdeckt. Gottfried, du hast den Runterkoffermimmel. Du bist der Harpien-Runterholer. Klingt irgendwie falsch. Die Landschildkröte, die hätte man natürlich auch noch. Oh, ich habe die Sichel durchgejagt. Ey, da oben ist auch was, was wir sehen wollen. Ich muss nur ein bisschen vorsichtiger sein, wer weiß, was hier noch alles kommt. Es hat da einen Haufen Kupfer hier. Vielleicht muss ich mir einfach mal überlegen. Alter, wir sind ja da oben. Habe ich schon wieder vergessen. Wir wohnen ja hier unten. Wenn die Taschen jetzt schon so voll wären, ne? Da gehen wir auch gucken gleich. Das ist es, ne? Oh, ich glaube, das wird ein schöner Baseplatz sein. Oh, da hinten ist nämlich ein genialer Wasserfall. Aber den höre ich hier schon voll laut. Ich sehe keine Tafel. Ich mache da kein Geschwafel. Denn ich sehe keine Tafel. Das ist ja der Hammer. Hier, Leute, ich schalte frei. Bams. Zwei Orte sind jetzt für uns erreichbar. Das ist cool, freue ich mich. Ich will da oben kurz gucken, was uns da erwartet. Ich will aber auch am liebsten hier schön schauen. Ein fetter... Oh. Paco. Ich weiß nicht, ob da unten... Achso, die machen sie ja nichts. Piranhas hat's halt. Oh, hier ist bestimmt auch was zu entdecken. Aber ich gehe jetzt nicht durchs Wasser. Ich wollte einfach mal kurz... War gut. Gut. So gut. Hi Paco, hast mich erschreckt. Ich dachte gerade, was kommt denn da jetzt auf uns angestürmt? Junge, Junge. Das ist ja der Hammer. Wir müssen mehr Ausflüge machen. Aber ihr seht schon, es wird in diesem Moment halt auch gleich wieder ein Stückchen knackiger, ne? Und wenn du durchs Spiel mal durch bist zu einem Punkt, wo du sagst, oh, endlich wird es ein bisschen friedlicher, weil du so weit bist, dass du dein eigenes Land jetzt beherrschen kannst ein bisschen, dann genießt man natürlich auch erstmal diesen Frieden. Hallo? Ich nehme jetzt einmal hier noch ausnahmsweise. Wir gehen natürlich mit dem Portal dann heim, ne? Wir gucken mal. Also diesen Weg gehen wir jetzt gleich noch hoch und da hinten sehe ich noch eine Ruine. In diesem Sinne, ich brauche auf jeden Fall bessere Waffen und immer die gleich, am besten die doppelte Ausführung. Ey, Paco hat Hunger wie Tier. Er ist ein Tier. Hier geht eine komplette Klamm hoch, Leute. Das würde ich jetzt aber nicht heute entdecken wollen. Das machen wir mal irgendwann. Wenn wir hier mal rüberporten und sagen, okay, von hier aus geht es jetzt weiter in die Richtung, ne? Dann gehen wir jetzt lieber, schauen wir mal die Ruine da hinten, ob was da genau ist. Und das wäre dann der Abschluss, bevor wir dann Richtung Heimat gehen. Ist es eine normale Ruine einfach? Okay, das sind Bestienwächter. Mal gucken, wie stark die sind. Da müsste noch ein dritter sein. Vielleicht ist unser Raubkätzler schon fast ausgewachsen, weil dann würde ich es nämlich einmal plätschern lassen, sodass wir es morgen vielleicht schon begrüßen dürfen. Mir gefällt,
gefällt die Geschichte hier gerade richtig gut. Hier ist er. Da ist noch einer. Der Bounce-Effekt vom Schwert ist nicht mal schlecht, ne? So, jetzt hör auf, dieses ganze Zeugs da einzusammeln, verbinde ich. Ja, aber es geht, wir kommen hin. Das Einzige, was mir ein bisschen Sorgen macht, sind diese extremen Plünderer. Ich sehe keine Schrifttafel. Mit ihrer Bronzerausrüstung, wie die abgehen dann, ne? Sehr gut. Ja gut, das ist Standard-Bestien-Loot. Das kriegen wir ja immer an den Ruinen von denen. Außen sehe ich auch keine Schrifttafel. Wir gucken hier noch rein. Keine. Ich sehe keine. Ich sehe keine. Ne, hier scheint keine zu sein. Sei denn, ich habe sie übersehen. Doch, es hat jetzt richtig Laune gemacht, Leute. Schönes Ausflügler haben wir hinter uns. Jetzt gehen wir durchs Portal, ne? Ja, ihr habt schon recht. Wir sollten wenigstens kurz einmal gucken, wie weit man da hochlaufen kann. Das liegt so schön da hinten drin, dieses Portal. Du könntest hier auch eine wunderschöne Ding machen, ne? Hier jetzt auch einen schönen Baseplatz. Du könntest Kupfer automatisch einziehen lassen. Und du bist trotzdem noch nicht in der Mitte von der Map, ne? Ist hier oben. Hier wird es interessant. Kann das sein, dass da 400, 500 Stunden plus im Spiel drin sind, wenn man jetzt einfach nur, weißt du, wenn man sich nicht verkünstelt und einfach nur straight seine Sachen macht, bis man, das ist der Hammer, wie viel Content hier drin ist. Ja, ich weiß, ich wollte eigentlich nicht, aber jetzt gehe ich wenigstens noch ein paar Meter hoch. Ich muss hier schauen, ich muss hier schauen. Da oben ist auch Nebelgeschwaller. Theoretisch müssten wir mal von da hinten gleich gucken, irgendwann einen Punkt sehen, den wir kennen. Weil wir waren ja hier drüben, ne? Die heilige Ruine. Da wird es gleich knallen wahrscheinlich. Ich nehme an, die ist nochmal eine Ecke stärker, wie die, die wir als nächstes angehen müssen. Ist ja richtig. Na, hab hier. Oh, du hast sie erwischt. Ein Bogen mehr. Dann sind sie aber überschaubare Gegner, ne? Premium-Federn. Ich gehe mal davon aus, wird dann der nächste Punkt sein auf der Liste der Herstellung. Eine seltene Feder war da jetzt dabei, guck mal. Da gucke ich. Geht's halt ziemlich runter. Den haben wir vorhin gesehen, den Wasserfall. Komm, eine Stufe machen wir noch. Bis wir das Gebäude sehen. Hallo. Ich glaube, wir müssen da richtig weit noch laufen, bis wir das Gebäude sehen. Oh oh, mein Kumpel. Okay, der war jetzt aber im Verhältnis nichts. Ich würde die gar nicht bekämpfen, wenn die mich in Ruhe lassen würden. Ist schon schön, so eine Map, wenn man es das erste Mal erlebt. Hey Leute, das geht bis hoch. Das werden wir dann halt, wenn wir so weit sind, nochmal besuchen, ja? Dann würde ich jetzt wirklich gucken, dass wir runter ins Portal kommen. Und von dort aus dann erstmal heimgucken, was unsere Tiere machen, was die anderen treiben. Ist immer sehr interessant im Chat zu beobachten, was die so für Gedankengänge hegen.
Ja, auf der anderen Seite, weißt du? Ich frag mich ja die ganze Zeit. Nur mal angenommen. Was wir da jetzt alles an Zeugs dabei haben. Ne? Hier haben wir da 300 Fleisch, da 100 Fleisch. Also da geht wieder ein bisschen was. Komm, Paco, reißt du mich kurz runter zum Portal? Paco? Paco, le. Jetzt habe ich ihn. Ich spiele so gerne Open-World-Spiele, einfach weil ich immer mich freue, wenn ich so eine Map sehe. Die sie sich so überlegt haben, weißt du? Und du hast dann die Chance, sie abzulaufen und zu entdecken, zu gucken, wo geht was. So. Da sind wir mal gespannt. Da sind wir mal gespannt. Maskenenergie werde ich gleich brauchen. Jupp. Ist aber kein Problem. Wir haben ja ein paar Steine bekommen. Die Regenwaldpyramide ist es, die wir müssen, gell? Das ist die erste, die wir entdeckt hatten. Und von dort aus dann schnurstracks einfach nach Hause. Ein schönes hat's ja, wenn die Umgebung, die neue, ein bisschen gefährlicher ist und man ein bisschen mehr aufpassen muss. Finde ich persönlich, ist es danach... Ne, ich bin schon richtig, gell? Dann ist es danach in den eigenen... In der eigenen Welt, also in deiner Heimatwelt, so ein bisschen ungefährlicher, ne? Ich markiere das mal eben. Wer ist denn da so weit raus? Ah, der Großbett. Weil Großbett schafft eigentlich nichts, wenn ich nicht daheim bin. So, Leute. Dann würde ich ja fast behaupten, ich bringe uns mal nach Hause und so kurz vorm Einritt, hole ich euch wieder dazu. Die Wege kennen wir ja hier jetzt schon ein bisschen, ne? Bevor mich jetzt nochmal was von meinem El Paco runterholt, hole ich euch mal dazu. Es sind noch 400 Meter. Wir sind gleich zu Hause. Ich habe mich irgendwie ein bisschen verritten. Weil von diesem Portal aus habe ich noch nicht so oft den Heimweg angetreten, habe ich gemerkt. Wir müssten jetzt aber jeden Moment ankommen. Von wegen hier ist es ungefährlich, weil wir jetzt drüben im gefährlicheren Gefilden waren. Die Panda hier sind genauso übel noch wie früher. Hier ist unsere Zinngegend, jawohl. Was hier Zinn liegt, liegt drüben Kupfer, ne? War ein super Ausflug. Jetzt bin ich mal gespannt, ob hier so halbwegs, weil die werden alle Pause machen, wie sauber. Ah, Großbettler hat noch ein bisschen Material auf seiner Axt drauf, ne? Hier muss ich das Tor demnächst versetzen. Das ist einfach viel zu weit hier außen rum. Sehr schön. Ja, da drüben wartet auch noch was auf uns, ne? Da ist ja noch der Speer, den ich dann als nächstes machen möchte. So, bringen wir erstmal den Paco heim und gucken mal, ob da ein bisschen Kürbis oder so für ihn da ist. Ausräumen tue ich dann später. So, Digga, aber ich glaube, der Rüdiger hat da nichts reingemacht, ne? Ich guck mal, ob wir überhaupt Kürbisende gehabt haben. Jo. Zack. Und zack. Jetzt hast du auf jeden Fall Wasser und Futter, mein Freund, ne? Geil. Also, erstmal für uns. Wir schauen mal eben. Hier die Aloe sind natürlich nur 4 Seeds. Habe ich die zufällig hier bei mir, die Aloe Seeds? Wenn nicht, hole ich die kurz aus dem Paco raus. Machen wir die gleich schon mal klar, ja? Aloe Saatgut. Müsste ja theoretisch jetzt für mich easy peasy sein. Ich mache sie einfach hier rüber, ne? Zack, geht das schon los. Sehr schön. Sehr schön. Lass mich mal hier kurz durchgucken. Hey, das kann ich ja dann noch machen. Jetzt gehen wir erstmal unser Tierlip suchen. Hi, Barb. Und ihr werdet ihr versorgt? Grüß dich. Okay, aber ist doch ein fieses Nummerle. Wieso hast denn du so komisches Giftings da drin? Nur. Hier, bitteschön. So. Boah, Alter, da steht er schon mal eine ganze Ecke größer als letztes Mal, als ich ihn gesehen habe. Er ist bei 82%, Leute. Er hat einen irren Blick ein bisschen. Junge hat einen irren Blick. Anhalten, Freiheit. Wenn ich Freiheit klicke, läuft er rum, ne?
Ja, aber den mache ich jetzt nicht. Ich freue mich so drauf. Ich freue mich so drauf. Ja, mein Digga, erzähl, wie die Reise war. Du kannst natürlich schon mal los. Ob er hier alleine rauskommt? Ich glaube, der kommt ja nicht alleine raus. Ey, das ist cool. 82%, 33% hatten wir, als ich das letzte Mal geguckt habe. Das heißt, wir werden ihn sehr, sehr bald in Einsatz bringen. Müsste sich jetzt mein Kollege nicht mitporten? Doch, jetzt kannst du erzählen gehen. Okay, da muss ich auch noch mal was machen. Das funktioniert noch nicht. Ich habe dir nämlich letztens gesagt, was er sammeln soll. Und habe da hauptsächlich auch Nüsse angeklickt. Ich gehe gerade mal so überall ein bisschen gucken, weißt du? Was hier so geht, was nicht geht. Okay, hier müsste auch noch ein bisschen was drin sein jetzt. 56 Stück. Ich freue mich, dass wir wieder zu Hause sind. Hi. Kein Aufträgler, ne? Habe nichts eingegeben. Heinz AD. Die hat auch noch keinen Namen. Großbattle geht Holz holen. Ja, Leute, dann haben wir morgen auf jeden Fall die Chance, das uns anzugucken. Wie viele Tech-Punkte habe ich denn jetzt aktuell? 13 Stück haben wir jetzt insgesamt wieder. Eine Bewusstseinsstärke sind wir jetzt bei 27. Das heißt, wenn ich das hier mehr angucken will, muss ich auf jeden Fall erstmal auf 30 kommen. Boah, jetzt zieht sich's aber dann ein bisschen, gell? Ah, jetzt zieht sich's dann so ein bisschen. Was haben wir hier? Fortgeschrittenes Schlachten. Sobald es halt benötigt wird. Wir könnten natürlich hier mal was freischalten, aber ich weiß halt nicht, ob ich das unbedingt brauche, weil Kupfer ist das Hauptproblem, ne? Und das kann ich nicht automatisiert, glaube ich, holen von da, wo ich jetzt bin. Hier, das war auch mit Bewusstseinsstärke 30. Das heißt, wir könnten... Bienenstock. Ein Bienenstock. Und dafür brauche ich einen Holzbalken. Schreinertisch, Stufe 2. Maskentechnik, weißt du, das haben wir ja auch noch nicht. Was kann ich denn da machen, angeblich? Anpassung von Masken, Zeichnungen und Frisuren. Ah, okay. Und dann hier geht es dann erst weiter mit Bewusstseinsstärke 40. Also da sind wir noch eine ganze Ecke weg. Diese Steinbauten, da habe ich tierisch Bock, die mir anzugucken. Ne? Mal gucken, was da Schönes gibt. Badewanne. Also ist Level 30 das nächste Ziel und wir sind jetzt bei 27,5. Okay, vielleicht werden wir uns, bevor wir den nächsten Speerausflug machen in die Mangroven, vielleicht gehen wir einfach mal her und besorgen uns jetzt dann doch nochmal ein, zwei Handwerker. Wie groß ist denn unser Clan aktuell? 2, 4, 6, 8. Die würde ich wahrscheinlich hier wieder entlassen, denke ich mal. Zu der habe ich noch keinen Bezug aufgebaut. Die Herzausreißerin, muss ich ganz ehrlich gestehen, die fand ich halt gut, weil die nur positive Perks hat, ne? Aber wenn wir sie wegmachen und wir besorgen uns dafür zwei Handwerker, ist das was, mit dem ich leben kann. Digga, ich muss mal ganz kurz was gucken. Ah, dich kann ich nicht rumlaufen lassen, oder was? Schade. Und bei denen da drüben lohnt es sich nicht, sie rumlaufen zu lassen, ne? Weil sie nicht viel Platz haben zum Rumlaufen. Okay, Leute, jetzt werden wir heute eine etwas kürzere Folge machen. Ich befürchte nämlich, wenn ich jetzt irgendwas anfange, presse ich es rein. Ich räume jetzt meine Sachen weg noch, mache uns startklar, überlege mir dann für morgen, wie es weitergeht. Am meisten Böcke hätte ich tatsächlich schon mit unserem Tier loszureiten. Alter, hat er die Dinger neigespachtelt. So. Dann bringe ich die Sachen mal hoch. Ja. Ey, ist das cool, wir haben jetzt ein Portalnetzwerk. Aktuell von hier. Das Problem ist, dies zeichnet es hier nicht so an, ne? Aber wir haben jetzt eine Verbindung von hier nach hier nach hier. Wir bräuchten allerdings hier irgendwo was, ne? Ich muss mal kurz gucken, weil wie will ich denn.
Wie will ich denn da hinkommen? Da muss ich doch hier Piranha-technisch drüber, ne? Soll ich da eine Brücke rüberbauen? Kann man. Damit der jeden Tag rübergeschlappt kommt. Ansonsten. Hier haben wir doch auch schon mal einen verloren da hinten, ne? Oder wir gehen an der flachsten Stelle rüber. Aber an sich könnte man da eigentlich nicht. Warte mal, lass uns das mal ganz kurz probieren. Das wäre vielleicht ein Mini-Projekt für gleich. Ich gehe einmal kurz die Kisten durch. Hinten müssen wir die Wall noch zumachen. Dann gebe ich wieder Bauaufträge ab. Ich weiß nicht, ob ich Foundation genug drin habe. Werden wir aber gleich sehen. So, weißt du, wenn ich ein bisschen leichter bin, dann gehen wir mal ins Gestein oben rein. Okay. Die will ich hier nicht. So, Foundies. Ne, muss ich bauen lassen. Gut, Leute, dann presse ich jetzt nichts rein. Dann machen wir morgen alle ein bisschen länger. Und genießen jetzt einfach, wie schön die Ausflüge waren. Ich freue mich auf morgen. Bis dahin habe ich dann auch wieder alles soweit vorbereitet. Und dann kann es locker und easy weitergehen. Was machen wir mit dem Zeug? Ja, das brauche ich alles nicht mehr. Wir sind jetzt hier. Die da, die repariere ich mir auf jeden Fall, ne? Knochenbogen kann auch weg. Hier, die Sachen können weg. Bronzepfeile. Fettbehälter. Gleichgewicht verlieren die Gegner, wenn du das schmeißt. Wegrollen. Bewegung erschweren. Schaden verursachen, Metallgegenstände brüchig machen. Damit kannst du wahrscheinlich Metallrüstungen ein bisschen runterschröpfen, ne? Wieso geht denn die Feder da nicht mit rüber? War ich nicht auf der Tierkiste drauf oder ist die voll? Nö. Ich hab's nur nicht richtig gemacht. Gut, Leute. Dann bedanke ich mich ganz, ganz herzlich für den schönen Ausflug. Das hat tierisch Laune gemacht. Ich gehe das jetzt alles einmal durch hier. So, dass wir morgen startklar sind. Wahrscheinlich werden wir morgen ihn auch soweit haben schon, ne? Weil wir müssen jetzt die Bewusstseinsstärke auf 30 bringen, weil für mich als nächstes interessant ist halt die Dings, ne? Die Geschichte hier. Das da. Und natürlich, das war's, gell? Aloe-Essenz heilt sofort Leben, also es ist wie ein Heiltrank zu werden. Und diese Ölpresse brauche ich. Das ist alles jetzt mit Bewusstsein. Das wäre für uns natürlich das Sinnvollste. Wir gehen kämpfen, bis wir Bewusstseinsstärke 30 sind. Machen die Taschen leer, nehmen dann nächstes Mal keine Tiere mit, sondern eher Kupfer. Und dann haben wir innerhalb von ein, zwei Folgen geht es dann weiter mit den neuen Rezepten. So ganz grob der Fahrplan. Morgen weiß ich es genauer. Bis dann.